Sowas nennt man 12 Uhr Tacho. Schöne Grüße an Ruven. Diesen Tacho einbauen. So sieht das Ganze bearbeitet aus. Schlossen. So, Batterie war drauf, ne? Willkommen bei Kfz40. Nein, es geht nicht um eine ML. Es geht um den VH6. Natürlich haben wir jetzt nicht viel gehört. Also mitgemacht noch den Steuergerät für den. Er muss den freischalten und so weiter. Ein bisschen anpassen, so dass wir den fahren können. Aber heute geht es gar nicht um den. Doch, es geht um den VH6. Aber heute geht es nicht darum, dass der fertig ist oder dass er jetzt verlegt werden muss oder so. Es geht heute um den Tacho. Ihr wisst, normalen Tacho, so sieht der aus. Okay, so sieht er nicht aus. Das ist jetzt ein extra VH6 Tacho. Sowas nennt man 12 Uhr Tacho. Schöne Grüße an Ruven, weil der Ruven hat mir das empfohlen. Auf jeden Fall super geiler Tacho. Ich feiere diesen Tacho. Aber es geht nicht darum, weil wir diesen Tacho einbauen. Ach so, so ist es da. Ne? So, diesen Tacho bauen wir ein. Und da ist der hinter der Kamera zuständig. Es ist der Jellil. Jellil baut den gerade für mich um. So sieht der Original aus. Und Jellil hat den ja schon bearbeitet. So sieht das Ganze bearbeitet aus. Also er muss ja noch lackiert werden, geschliffen werden und so weiter. Das ist der originale Zustand. Und das ist der in Golf angepassten Zustand. So, Jellil hat extra heute diesen Tacho dabei. Das ist der originale Tacho in seinem GSI. Nein, das sind, die Innereien sind alles von deinem. Ach so, das ist meiner. Ja. Ach so, die Innereien kommen dann hier rein. Jellil hat den von dem Opel GSI den Kabel besorgt. Und den originalen Kabel habe ich hingegeben vom Golf. Und dann hat er einmal provisorisch alles erstmal zusammen gemacht, so dass es funktioniert. Ich bin selber gespannt, ob das funktioniert überhaupt. Wir haben jetzt die Batterie angeschlossen und werden jetzt erstmal sehen, ob das Ding erstmal läuft und wie das aussieht. Boah, ich freue mich schon. So, probieren wir eben. Das ist einfach nur provisorisch. Wir wollten nur sehen, ob alles funktioniert. So, und der kommt natürlich so rein. So, ich bin jetzt selber gespannt. So, jetzt macht er erstmal nichts. Die Stecker haben wir drin. So, Batterie war drauf, ne? Geil! Boah, Alter. Wie geil sieht das denn aus? Ja, schon umgebaut auf LEDs. Ey, guck mal. Tank funktioniert, Batterie funktioniert, Öl funktioniert auch schon. Warte mal, leuchtet Licht? Ja, Licht... Ach so, wir haben die Dings nicht dran, ja, ne? Guck mal, das geht. Ey, der geht ja auch, Jellil. Ja. Aber du hast schon alles angeschlossen. Nur natürlich Blinker und so wird natürlich nicht gehen, weil wir... Du hast Blinker-Relais oder was ist da? Nicht Blinker-Relais. Ja, stimmt. Ein Relais ist hier ab. Müsste auch alles funktionieren. Ja. Hier dieser Relais habe ich hier kaputt. Ist kaputt gegangen. Okay. Ne, beim Rausziehen ist er leider kaputt gegangen. Das ist ein Blinker-Relais, das weiß ich es. Ich wusste jetzt nicht, was das ist. Egal. Ja, das ist der Blinker-Relais. Aber mache ich ja neu. Ey, das sieht ja geil aus. Und ja. Der kommt dann da rein. Genau. Ja, boah. Aber etwas am Fahrzeug muss noch ein bisschen schneiden, weil der sitzt noch nicht so richtig. Ne, Tacho, ja. Und der wird dann so eingebaut dann, ne? Die blöden Halogenlampen sind jetzt komplett weg. Was für Leuchten hast du jetzt hier drin, Jelly? Ja, ich habe jetzt weiß genommen, ne? Ja. Weiße LEDs habe ich jetzt bei mir auch. Ich finde das so am schönsten. Boah, das ist richtig geil. Ja, ich habe jetzt nur analog, ja. Kilometerzähler ist jetzt ja. Raus. Ah, okay, da ist ein Kabel. Der hier. Ja, das stimmt. Ah, ja, der ist Dings, aber den machst du. Weißt du, was ich geil finde? Das meinte ich auch letztens. Weil der Turbo, wir haben ja ein GT30 verbaut hier, Jellil. Mhm. Und dieser Turbo, der kommt ja ungefähr zwischen 4.000 und 5.000 Umdrehungen. Und das wird geil. Hier haben wir den Turbo und dann zack, runter. Dann wissen wir immer, dass wir im Turbo-Bereich sind. Das finde ich geil, das feiere ich. Ich feiere das generell. Weil erstens, es ist jetzt nichts Normales, ne? Ah, guck mal. Guck mal, wie geil das aussehen wird. Gibt's das eigentlich schon? Hat das schon einer gemacht beim Golf? Nein, ne? Ich glaube nicht. Ich hab's auch noch nicht gesehen. Das Problem ist ja hinten der Kabel, ey, der war nicht. Ja, das ist ja nicht schlimm hier. Das ist kein Kabel hier. Genau, da. Hier sieht man auch. Ja, das. Aber das hast du jetzt provisorisch gemacht. Ich weiß es ja auch. Nee, das funktioniert. Funktioniert. Das machen wir noch alles perfekt. Ja. Verlegen wir das Ganze noch. Aber für mich war jetzt erstmal wichtig. Leider können wir nicht starten, weil, ja. Ja, wir können den starten, aber der geht wieder aus. Ja, wir starten mal so Dingens, damit wir sehen, ob Drehzahl wenigstens hoch geht. Ja, gut.
Ah, warte, okay, Steuergerät ist, haben wir ist auch raus. Ja, 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 klar. Steuergerät ist raus. Ja, klang, dann funktioniert. Ja, ja, aber das funktioniert ja, die Sachen funktionieren schon mal. Ja. Das ist schon mal gut. Ne, Temperatur haben wir nichts, 12 Volt, Öldruck hat er komplett da. Das ist doch schon mal gut. Ne? Ja. Und hier, Licht funktioniert, Handbremse funktioniert, Blinker und so wird auch funktionieren. Ja, Fernlicht müssen wir leider noch gucken. Hm. Das ist geil. Wenn du da ausmachst. Und du hast die Wärmeentwicklung nicht mehr von den Halogenlampen. Ah, weil das jetzt LED ist? Ja, die sind jetzt reingelötet. Ja. Weil das war blöd. Hallo. Ja, leider. Geil. Jelle, feier ich. Echt geil gemacht. Aber wir müssen hier auf jeden Fall ein Logo von mir reinklatschen. Ein Logo. Ja, ich wollte das ja eh. Das wird ja komplett schwarz lackiert. Ja. Dann wollte ich das da drüber lackieren. Ne? Hier muss, aber irgendwie ein kleines Logo von mir. Ja, Kfz-Fuzzis Logo. Weniger ist immer mehr, ja. Nee, muss sein. Also ja. Ich muss sagen, ich feiere das, dass du das Ding hier reingeklatscht hast. Geiles Ding. Also Respekt, Jelil. So, Jelil macht das ja auf seinem Kanal. Ihr könnt den natürlich abonnieren auf Ehrenbasis. Ja, gebt dir mal ein bisschen Liebe und Instagram verlinke ich unten auch bei Jelil. Aber Jelil, da kam aber nichts letztens hier, ne? Also das hättest du dir mal auch bei Instagram zeigen können. Ja, mir fehlt echt die Zeit, ey. Ja. Ja, aber die Leute wollen das sehen. Ja gut, ist ne? Also man sieht ja auch, wie du das gemacht hast, ey. Ja, das ist jetzt ne, das Verklebte hier mit ja. Sikaflex, das ist nur... Das ist, ey, für mich ist das egal. Rein theoretisch hält das auch nur mit dem Kunststoffspachtel. Ja. Aber ich habe das als vorsichtshalber nochmal außenrum nochmal... Geil, einfach okay. Nur geil. Also ich feiere das. Und du hast noch die Originalschrauben und so noch drin. Ja, das Ding wird dir richtig geil passen. Müsste. Ja, wir haben das ja probiert gehabt. Und ich finde auch die Höhe sehr schön. Ja, du hast die Höhe sehr schön gemacht. Winkel, ja. Du hast es ja noch nicht bearbeitet. Und guck mal, wie schön du das schon verlegt hast. Das ist ja, geil. Das muss ja. Gut. Muss ja, aber ich mache das nicht jeden Tag, du, ey. Ja, ich weiß, das machst du jetzt extra für mich. Genau. Weil Jelil ist ja ein GSI-Freak. Also ihr müsst ja mal in seinen Kanal schauen. Er macht alles, was mit GSI zu tun hat. Also Jelil ist schon krass, wenn es um Opel geht. Also 1.8T und so versteht er nichts, aber Opel ist der gut. Ja, so langsam, wenn ich öfter hier bin. Ja, doch. Nein, einfach Spaß. So, Jelil, auf jeden Fall super. Respekt, Bruder. Ich muss mal einmal echt, ne, ich nenne den Bruder, weil das auch ein Bruder ist von mir. Super Typ. So, auf jeden Fall einen Daumen hoch für Jelil. Einmal abonnieren, Jelil hier. Ne? Und jetzt gehen wir erstmal zu Mitty und gucken, was denn mein Steuergerät macht.